Danke, Herr Präsident, die Herren Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Im Budgetansatz 2016 Kunst und Kultur im Wirkungsziel Nummer 1 ist die Gleichstellung verankert. Und das möchte ich hier noch einmal betonen, Herr Bundesminister, dass seit dem Jahr 2007 eine wirklich vorbildliche Übersicht in Ihrem Bericht ist, wie werden Förderungen vergeben zwischen den Geschlechtern. Hier kann man einen Gerechtigkeitslackmustest ablesen. Wenn wir Kunst und Kultur diskutieren, das Budget von Kunst und Kultur, dann geht es natürlich auch sichtbar zu machen. Und bei Kunst und Kultur sollte man Frauen auch sichtbar machen. Frauen sind sehr oft nicht im Vordergrund, im Rampenlicht. Frauen vor dem Vorhang zu bringen, ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Signal, mehr als ein Signal. Ich möchte dem Herrn Bundesminister, der im positiven Sinn ein Frauenfreund ist, hier attestieren. Karin Bergmann zum Beispiel, Burgtheaterchefin. Elke Delugan-Meisel wird zur Kommissarin der Architekturbiennale 2016 ernannt für das Österreich-Pavillon. War auch Preisträgerin des Großen Österreichischen Staatspreises 2015. Die Kunstsektion ist in Frauenhand mit Andrea Ecker, eine sehr bewährte, kunstverständige Beamtin. Als nächstes möchte ich erwähnen Preisträgerinnen Erich-Fried-Preis an Dorothea Elminger, Brigitte Schwenz-Harrand, Literaturkritikpreis, Ilma Rakusa-Mannes-Sperber-Preis. 13 Frauen bekamen Startstipendien und. Das ist ein wichtiges Signal, Herr Bundesminister. Frauen müssen bedankt werden. Frauen müssen die Chance bekommen, ihr Potenzial zu zeigen, auszuüben. Und dafür braucht es natürlich Geld, dafür braucht es Mittel. Und die haben Sie diesbezüglich an die Frauen zur Verfügung gestellt, übermittelt. Und lassen Sie mich als Tiroler Abgeordnete auch noch erwähnen, drei sehr wichtige Kunstprojekte neben all den kleineren Förderungen, die Sie vergeben, an Programmkinos zum Beispiel in Innsbruck. Erl, die Festspiele in Erl wurden mit 500.000 Euro bedacht. Das Festival der alten Musik, großer Förderer ist auch und Sänger Georg Willi mit 120.000 Euro. Dann die Klangspuren, zeitgenössische Musik in Schwaz in Tirol, die mit 120.000 Euro subventioniert werden. Ein wichtig und gut eingesetztes Kapital, das können wir Ihnen als Tiroler, der Minister nicht und ich als Tirolerin sage auch Danke dazu. Zur Untergliederung Kunst und Kultur liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Die Beratungen zu diesem Themenbereich sind daher erledigt.